Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. From Zero to Hero auf der Mountain Hill. Ja, wir sind wieder dabei und ja, sammeln mal wieder Ballen ein. Ja, wir müssen gucken, dass wir unsere Missionen mal abgearbeitet bekommen, weil es läuft doch ziemlich viel gerade. Und da müssen wir mal gucken, dass wir mal wieder ein bisschen vorankommen. Wir haben es auch schon, ja guck mal, 16 Uhr 36. Das heißt, wir gehen rein theoretisch schon langsam wieder Richtung nächsten Monat. Ja, und da müssen wir gucken, dass wir hier was gerissen bekommen. Und deswegen dachte ich mir, das Ballen einsammeln, das geht halt doch eine ganze Ecke schneller, wenn ich es selbst organisiere, wenn ich selbst mache, als wenn ich das Curseplay machen lasse. Deswegen kurz mal hier beim anderen Feld müssen wir es eh gleich selbst machen, weil wir da ja immer noch raussuchen müssen, welche Ballen schon gewickelt sind und welche noch nicht. Das heißt, da haben wir eh ein bisschen mehr zu tun. Das waren komische Geräusche gerade. Ja, haben wir auf jeden Fall mehr zu tun und ja, müssen wir halt das machen. Aber jetzt gucken wir eben erstmal, dass wir hier soweit alles hier erstmal wegbekommen. Die Göweil arbeitet ja schön hier ihre Bahnen ab. Also das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. So, ich glaube, wir können erstmal wieder hier ein bisschen Pause machen. Tun mal, ups, halt. Oh, na, den da noch. So, komm. Dann gucken wir mal weiter. Oh, der muss entladen werden. Der Kollege fährt nach wie vor Silage hin und her. Oh, der Düngestreuer ist fertig. Aber der müsste auf dem Feld gewesen sein, wo er nicht fertig gemacht hat. Wo warst du denn? Weil irgendwie ist nichts abgeschlossen. Da war Düngen 83. Hä? Ach, der war auf unserem Feld. Der war auf unserem Feld, genau. Also 83 und 86 stehen jetzt an. Genau, da müssen wir den wieder umschalten und dann sagen wir 83. Halt. Falsch. Hier, so müssen wir es. Du sollst nämlich erstmal Dünger holen. So, hier wird auch wieder gewartet. Abfahrer ist unterwegs. Ja, hier kommen wir, glaube ich, auch so langsam an den... Naja, bald an ein Ende. So, der Kleine hier ist fleißig am Wickeln. Das ist sehr gut. Seemaschine auf der 68. Sind wir erst bei 22%. Das dauert noch. Hier die Göweil. Hier wird Diesel gefahren. Ah, guck mal, der ist wieder da. Komm, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ballen in Quaderform sammeln. Aber nur das gewickelte Zeug, bitte. Da müssen wir jetzt mal immer mal an- ausmachen, damit wir möglichst keine Grasballen erwischen. Boah, aber auch das kriegen wir, denke ich mal, gut hin. So, müssen wir so ein bisschen zickzack fahren. Und schauen wir mal. Also voll bekommen werden wir den, denke ich mal, locker. Mit dem, was hier so rumliegt.
Ja, und das Wickelproblem haben wir ja dann nicht mehr. Wie gesagt, der Wickler für die Quaderballen, der kommt ja wieder weg, haben wir gesagt. Dafür haben wir die Göweil jetzt. Und da funktioniert das, glaube ich, doch ein bisschen einfacher. Reibungsloser, sagen wir es mal so, reibungsloser, weil der sich halt nicht ständig irgendwie an den Ballen festfährt und so weiter und so fort. Man kennt es. So, dann fahren wir mal noch nach dahinter. Da liegen noch jede Menge. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt einiges zu fahren. Und ich freue mich schon auf den Überschuss, den wir dann wieder direkt in unsere BGA bringen können. Weil ich glaube, da wird einiges für uns bleiben. So, jetzt müssen wir aber erst einmal neu sortieren. Ah, da haben wir noch Platz für 2, 4, 6, 7 Ballen. Ja, und da wird schon wieder einer blockiert. Das ist hundertprozentig wieder der Wickler. Ja, gucken wir gleich. Erst machen wir die Kiste hier voll. So, perfekt. Dann, Kollege, Abfahrt. Und ja, war klar. War klar, dass der wieder hier komische Sachen macht. Wo ist denn wichtig? Der mäht hier schon das Vorgewende inzwischen. Boah. Genau, hier. Gucken wir, dass wir den auch voll bekommen. Dann kann der nämlich auch weggedüsen. Wobei auch hier werden wir einmal gleich neu sortieren müssen. So, komm. Ja, wobei den einen, den er da jetzt nicht hat, das lassen wir sein. Gut. Ups. Abfahrt. So, hier wird immer noch gewartet. Der ist auf dem Weg zur 83. Aber das heißt ja dann, wir haben unser. Das Feld hier müsste. Jo, das sieht gut aus. Die 57 und die 60. Die müssen wir auch noch beide. Das ist ja die Wiese und das Getreidefeld. Da müssen wir auch noch düngen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie noch mal dazwischen schieben, wenn wir dann irgendwann mal Zeit haben dafür. So, er ist fleißig hier am Wickeln. Ja, hier hinten ist er schon gut vorangekommen. So. Ach ja, es gibt im Übrigen, hat es ein Update für Revamp gegeben. Das heißt, wir haben wieder hier unsere richtigen Zyklen angezeigt. Oh, ich muss mal kurz in ein anderes Fahrzeug gehen. So, jetzt können wir mal kurz unsere
Produktion angucken. Ja, Silage wird eng, aber wie gesagt, da kommt bald sehr viel Nachschub. Die Gewächshäuser laufen, denke ich mal. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann die mal boosten, ein bisschen. Ja, mit Dünger zum Beispiel. Da müssen wir uns mal Gedanken machen. So, 200.000, hier auch knappe 200.000. Ja. Der Komposter hat halt nichts mehr. Aber da wird auch bald Nachschub kommen. Und die Silageherstellung, die arbeitet gut. Also, da muss man sagen, sind wir, was die Ding angeht, Produktion erstmal gut ausgelastet. Nichts, was irgendwie Probleme machen sollte, wollen wir. Alle Produktionen relativ gut versorgt, gut, bis auf den Komposter halt, aber das ist nun mal so. So, es ist die Frage, wo ist unser Düngestreuer? Weil der müsste eigentlich der sein, der als nächster Arbeit braucht. Oh, der ist schon da. Guck mal. Dann müssen wir doch da gleich ran. Geld verdient werden muss. Und wir müssen jetzt wirklich Schlag auf Schlag hier uns vergrößern. Feldfläche. Feldfläche, Feldfläche, Feldfläche. Das muss jetzt wirklich unser nächstes Ziel quasi sein. Und die eine oder andere Produktion. Dann werden irgendwann, das ist auch ganz klar, müssen Tiere kommen. Da können wir ja, das können wir jetzt mal machen. Es läuft ja gerade alles. Was haben wir hier? Das ist der Viehhof. Also hier, das wäre, denke ich mal, so, was Tiere angeht, die sicherste Variante. Da haben wir nämlich alles. Wir haben hier eben einen Kuhstall mit Futtermischer. Das heißt, da brauchen wir uns auch nicht groß drum kümmern. Wir haben boah, keine Ahnung, was hier reinkommt. Ob das ein Schafstall ist. Auf jeden Fall haben wir hier, glaube ich, alle Ställe, die es gibt. Das sieht nach Hühnern aus. Wir hätten noch ein paar Unterstände auch. Und der Hof kostet 480.000. Das ist gar nicht mal so viel. Ich meine, wir haben Stroh, wir haben Heu. Silage haben wir auch. Mineralfutter müsste man dann zwar kaufen, dann hätte man Kühe schon mal versorgt. Ich glaube, wir werden wirklich nach der Zuckerfabrik vielleicht sogar schon auf den Hof gehen. Weil ein bisschen Gras für Schafe. Kein Problem. Schweine, naja, Hühner, ein bisschen Getreide haben wir auch. Und da will man dann eben zum Beispiel Mist herbekommen, den wir dann wieder in den Gewächshäusern benutzen können oder Mist, den wir vielleicht dann später zu Dünger machen. Also da würde ich schon fast sagen, dass man das wirklich macht hier mit dem da. Das behalten wir uns mal im Hinterköpfchen. So, er quält sich hier den Berg hoch.
So, wie weit bist du denn hier? Feld 21, 48%. Das dauert auch noch. Was ist denn Feld 16 eigentlich? Ah, ne, genau, Feld 16 weiß ich wieder. Das war diese eine Dresch-Geschichte, die nicht ganz fertig geworden ist wegen dem anderen Feld. So war das. So, Kollege, du bist auf der 83 bei 40%. Ja, schaffen wir das heute noch? Ich glaube nicht. Das ist, wenn ich mir das so angucke, was hier noch rumliegt. Gut, was wir da klar machen könnten, um uns das ein bisschen einfacher zu machen. Wir werden, sobald wir die Mission erfüllt haben, tun wir die nicht gewickelten Ballen einfach bei uns in Fermenter schmeißen. Das geht dann zwar nicht ganz so schnell. Oder, wir können das. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da müssen wir mal was. Ich muss mal was testen. Warte mal. Braucht den mal. Bekommt. Ne, wir können das. Ne, brauche ich nicht testen. Wir können die Sachen hier reingeben. Gras, genau. Und hier hinten bekommen wir es lose raus. Dann würde ich nämlich das machen, was ich eigentlich schon auf der NF Marsch machen wollte. Ich muss nur testen, ob das geht. Wir setzen uns ein Ballenlager von Giants hin und holen uns eine Göweil. Und pressen die Ballen quasi vor Ort direkt ins Lager. Das werden wir machen. Ich werde es aber vorher testen, ob das funktioniert. Weil ich weiß, das Problem hatten wir auch auf der NF Marsch zum Beispiel, dass da gewisse Ballentypen erstmal in die Karte eingetragen werden mussten. Aber ich habe jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Das werden wir machen. Da mieten wir uns einfach die große Göweil und machen da Sachen. Ja. So, da müssen wir mal gucken. Das war Feld 10. Genau. Wie weit sind wir denn da? Lieferung, ja, guck mal, haben schon fast die Hälfte geliefert. Das ist gut. Müssen wir mal überlegen. Ja gut, Platz haben wir ja hier genug. Dann bauen wir so ein Lager. Oh, hier irgendwo mitten rein. Müssen wir nur mal gucken, wo hier eventuell. Das können wir gleich mal machen. Wo Autodrive-Kurse längs laufen. Dann machen wir nämlich das einfach mal an, fahren wir kurz darüber. Das ist doch eine coole Geschichte. Da guck mal, hier ist nicht wirklich was mit Autodrive. Das passt doch. Guck mal, da können wir direkt hier mitten rein was hin platzieren. Komm, das machen wir auch gleich. So. Dann machen wir hier. So, guck mal. Da haben wir hier so ein Ballen, Schrägstrich Palettenlager. Da können wir das Ding hier davor stellen und können hier zack, 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 zack machen. Wir können es ja rein theoretisch auch einfach ausprobieren. Die große, wir wollen große Ballen machen. Wir mieten das Ding aber jetzt nur. Wickler Standard.
Ballendreher brauchen wir nicht. Siliermitteltank brauchen wir auch nicht. Mieten. Ja gut, die kostet jetzt zwar 13.000 Euro, ist aber ehrlich gesagt, ist mir das sowas von egal gerade. Dann nehmen wir hier so ein 700er Fendt. Mieten den kurz dazu. Dann bringen wir das gute Stück nach Hause und werden dann morgen einfach mal testen, ob das so funktioniert. Weil ich glaube, ein bisschen Gras haben wir noch im Lager. Beziehungsweise wir können ja mal etwas aus dem Fermenter rausklauen. Also werden wir auf jeden Fall mal gucken, ob das funktioniert. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, guckt wieder rein morgen, wenn es weitergeht hier. Warte mal, Graslager. Hier fahren wir hin. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut und bis dahin.